Hello, Sonia. Thank you very much for this introduction. Hello to everyone outside there. As you heard, we are going to practice an exercise from the five animals. It's a snake. The snake is associated to the fire. And the fire is much, very much about the joy of life. And joy of life also means laughing. And this is a very important point for me. Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir üben eine Figur aus dem Fünf-Tiere-Qigong, das ist die Schlange und die ist mit dem Feuer assoziiert. Das Feuer steht für Lebensfreude und zur Lebensfreude gehört das Lachen, das ist ein wichtiger Punkt für mich. First of all, you need animal for this exercise. In this case, you need a snake. If you don't have a snake, you can also use an old pair of socks. That's very important so that the chi can really good flow through your body. Für diese Übung braucht ihr ein Tier, also in dem Fall die Schlange. Falls ihr jetzt gerade keine Schlange zu Hause habt, dann könnt ihr auch einfach so ein altes Paar Socken nehmen. Das ist einfach wichtig, damit das Chi auch gut im Körper fließen kann. In preparation of this event, I got myself a snake. Because I saw one snake in the internet is sitting in the window and eating cars. I really like that and so I wanted to have a snake by myself. In Vorbereitung auf den Tag heute habe ich mir eine Schlange besorgt, weil ich im Internet eine gesehen habe, die saß im Fenster und die hat Autos gefressen und das fand ich total cool, wollte ich auch unbedingt eine Schlange haben. So here is my snake. Say hello, snake. Hi. So there was only one problem because when she arrived, I realized that she don't like eating cars. Instead of that, she likes to eat my toilet paper. Ich hatte ein Problem, als sie bei mir angekommen ist, habe ich festgestellt, die frisst keine Autos. Die Sorte hier mag irgendwie Toilettenpapier. Das ist ein Problem. But maybe we put the paper by side and you get some more paper later. Also tun wir das mal beiseite und kriegst später wieder was. Schlange, wie geht's dir denn heute? Nicht so. Und was ist los? Ach, es ist in den ganzen blöden Nachrichten da draußen und so. Und wie geht's dir damit? Ich habe Angst und fühle mich hilflos und mein Kopf ist ganz wirr von den ganzen Nachrichten da draußen. Ja, verstehe ich, ja. She says, I ask her how she feels today and she says, she's worried about all those bad news outside there and she's afraid and she feels helpless and her mind is totally confused and so maybe it's a good idea to practice some Tai Chi, Qigong, and to calm your little heart and to calm your mind. And afterwards, we take a look and then we can see what we can do in this situation. Vielleicht machen wir jetzt einfach ein bisschen Qigong, damit Schlange sich entspannen kann, damit ihr Herz sich entspannt, damit die Gefühle zur Ruhe kommen und damit der Geist ruhig wird. Und dann schauen wir danach einfach, was wir mit der Situation, in der wir gerade sind, machen können. Okay? Okay, gut. Ich trete den Schritt zurück. Put your feet shoulder width apart. Bend your knees and relax your back. Stellt euch in die Grundstellung, die Knie entspannt, den unteren Rücken hängen lassen. Open your hands gently. Öffne deine Hände sanft, sodass du dein Bewusstsein bis in die Fingerspitzen fließen lassen kannst. Bring the highest point of your head up to the sky. And relax through your structure, through your feet into the ground. Richte den höchsten Punkt des Kopfes zum Himmel hin auf und entspann dich durch die Struktur deines Körpers, durch die Füße in den Boden hinein. Atme durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus, bis in den Bauch.
Breathe in and out through your nose. And put a smile on your face. Knipst dein Lächeln an. Das entspannt die Emotionen. Smiling calms your emotions. And then start to twist around your center line. Fängst an, dich um die Achse deines Körpers zu drehen. Ganz locker. And allow the centrifugal force to move your arms. Entspann dich und lass los. Und erlaub der Fliehkraft, deine Arme zu bewegen. Schultern locker. And when you start the exercise, you can do the exercise a little bit faster, so that you can feel the centrifugal force. Am Anfang kannst du die Übung gerne ein bisschen schneller machen, damit du die Fliehkraft in den Armen auch spüren kannst. Und gib die Arme an die Fliehkraft ab. And now allow the movement to get a little bit bigger. And reach out with your arms. Die Bewegung darf größer werden, die Arme dürfen sich ausdehnen. And then reach with your arms out to the horizon. Dehn deine Arme aus und lass sie bis zum Horizont fließen. Und sammle das Qi ein und führe es Richtung Dantian, unteres Dantian. Collect the Qi and bring it to the lower Dantian. And then slow down. Werd langsamer. Und bewahr dir dabei die Qualität der fliegenden Arme. Der Ausdehnung bis zum Horizont. Keep the quality of the flying arms. Relax the arms. And now close your eyes. Feel your relaxed body. Put a smile on your face again. And feel how your heart gets calm. All the emotion get calm. And when the body is relaxed and the emotions are calm, your mind get peaceful. And enjoy this inner state. And then allow this inner state to grow over the borders of your body. Erlaubt diesem Gefühl der inneren Ruhe und Gelassenheit, sich über deine Körpergrenzen hinaus auszudehnen. Therefore, you can change the direction of the movement and you can move your arms from the inside to the outside. Ganz gern die Bewegung der Arme jetzt andersrum laufen lassen. Und die Ruhe, Gelassenheit um dich herum verteilen. Fill up the room around you with this peaceful, quiet and relaxed state. Spread it over the house, the street where you live, the city, country. Du kannst diese Ruhe und Gelassenheit um dich herum ausdehnen, über das Haus, in dem du lebst, die Straße, die Stadt, das Land, in dem du bist.
Practice this for how long you want. Das kannst du so lange üben, wie du willst. Abschließend noch einmal das Qi sammeln, zum unteren Dantian führen. Dann die Augen wieder öffnen, falls du sie noch geschlossen hast. Dann vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es geht euch gut. Schlange, wie geht's dir jetzt? Mir ist schlecht. I feel sick. Okay, das ist schade. Ich hoffe, euch geht's besser. Ich danke vielmals fürs Mitmachen. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.